Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny. Heute fliegen wir zurück zum Turm. Schauen, was es dort so Neues gibt. Wird wieder geredet? I don't know. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher, klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. So. Ja, wir müssen zum Turm. Hallo, ich bin zurück. Dumme Cutscene. Nur wegen dieser Cutscene konnten wir nicht landen. Spielen ist schon etwas Spezielles für sich, würde ich sagen. Wenn ich jetzt schaue, es gibt immer noch Leute, die das spielen. Ich habe vorhin mit meinem U30 Account wieder ein wenig gespielt und immer noch viele Leute online. Sehr viele. Yeah.
Können wir mal landen? Ja, endlich. Sind wir stark? Ah. Hä? Moment. Das war hier oben, das haben wir eins. Zwei. Ah, hier sind Hupen. Masken. Gesten. Und noch mehr Gesten. Ein Paket für Kommando. Beutezug auf sehr. Ja, Hüter. Warte. Ja, ich lehne mal ab. Hier kann ich immer noch. Ja, zum Beispiel 10.000 Euro bekommen. Bestätigt. Lebe wohl, Hüter. Komm ich das mal an. Suche nach Beutezügen, Hüter. Die Schar ruft dich, nicht wahr? Ja, bin ich nicht der Einzige, der so im Hüten gerne geht. Komm. Wenn sie dir jemals die Herausforderung stellen, Jäger, nimm sie nicht an. Wie können wir helfen? Du könntest hier enden. Nimm die Tür. Gut gemacht. Berichte. Aussetzen. Helm. Nehmen wir einen neuen Helm mal mit. Erstatte mir Bericht. Die Stadt dankt hier, das existiert noch wegen der treuen Tapferkeit von Hüten wie dir. Erledige es. Stärke durch Licht. Mal an. Moment. Training, das auf die Rolle nach Schlachten und auf Stärke fokussiert. Jo, nehme ich mit. Moment. 25. Ist doch schlechter. Weg. Das auch. Behaltet euren Müll. Ja? Verstrickte sich das Netzwerk des Kriegsgeistes im ganzen Sonnensystem. Verbunden durch die leistungsstarken Kommunikationsanlagen. Vor einer Weile schickten die Mitglieder des Toten Orbitspeer aus, um die Anlagen unter die Lupe zu nehmen. Doch sie kommen nie zurück. Ich will wissen, was ihnen zugestoßen ist und was Rasputin weiß. Das hilft. Trage das Licht in dir. Okay. Gehen wir mal schon. Ja, Krotas, hier gibt's nichts für uns. Mal schauen, ob das eine neue Waffe für uns gibt. Aber ich kann. Eine gute Zeit für einen Besuch. Oh, was? Schon so viel Glimmer. Wiedersehen. Bis bald. Ups. Ja, ein wenig habe ich vergessen von der ganzen Handlung. Aber... Oh, den Mond. Level 6 Story. Normal. Oh, unmöglich. Ah, da brauche ich nichts.
42. Ja, ja, irgendwann mal. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Okay, aber wir gucken uns dahin. Was da drin ist. Ein Geist? Oder da? Ja, die Orte wiederholen sich immer wieder mal. Wir begeben uns wieder durch diese Scharbrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Aber zum Beispiel ist es hier offen. Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden, gar nicht weit weg. Ja, Munition habe ich noch genug. Toll. Wenigstens etwas Positives. Oh. Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Damit an. Da muss noch hin.
sichern. Oh. Jetzt soll ich irgendwas sichern. Sie auch besser machen können. Die Lauge trennen. Such weiter. Der hier hat die Codes. Los, suchen wir die Anlage. Ah. Hab's doch noch gefunden. Da rein, genau. Bald sollte ich mich abtrennen von den anderen. Genau jetzt. Nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie. Thank you.
schon. Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Munition genug. Und Geist ein. Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Da draußen, die Anlage. Sie öffnet sich. Sie wird aktiviert. Handschiffe der Scham, los aufsehen! Ja, aufsehen. Strukturen im ganzen System verbunden. Es könnte da draußen etwas geben. Etwas, das uns hilft, die Dunkelheit genauso zu überleben wie Rasputin. Munition voll. Die Folge ist auch gleich vorbei. Impulsgranate stürmen. Jo. Bitte, was Scout-Gewehr? Kann ich nicht brauchen. Oh, ich hatte das eigentlich ausgeschaltet, aber... Ja. So, jetzt nehme ich diese Granate, die gefällt mir um einiges besser. Dann Automatikgewehr, Scoutgewehr, Scoutgewehr. Brauche ich nicht.
Und... Na komm. Bis sich dieser hier habe. Dann wechseln wir hier mal alles durch. Aha, kontierte Synchro. Das nächste Mal fliegen wir zum Turm, da wir noch ein paar Sachen zum Encodieren haben und alles. Und dann hoffe ich, du schaust nächstes Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Blacky und...